Hi, seid ihr bei Nessa on Tour. Wie in meinem letzten Vlog schon angekündigt, war ich ja im Wintersporturlaub und da ich ja ein Follow Me Around daraus gemacht habe, kommt der jetzt endlich. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Heute früh um 11 Uhr losgefahren, sind dann ungefähr 5 Stunden gefahren mit Pause und dann sind wir endlich in Harrachov angekommen. Wir wohnen in der Pension Plock hier in Harrachov, das ist relativ zentrumsmittig. Und ja, wir sind ja hier zu fünf: mein Freund, meine Schwester und 2 Freunde noch und ich natürlich. Und ja, wir waren halt angekommen und haben dann erstmal alle unsere Sachen ausgepackt und haben dann noch zusammen Cappuccino getrunken. Wir haben uns ein bisschen Wasserkocher mitgenommen und noch halt so Fertig-Cappuccino. Und da können wir dann uns immer dann nachmittags mal so eine Tasse Kaffee oder Cappuccino oder Latte Macchiato oder Trinkschokolade machen und sowas. Und ja, da haben wir uns dann erstmal einen schönen Plan gemacht, was wir so die nächsten Tage anstellen wollen. Und ja, jetzt haben wir es auch schon abends, ungefähr um 6 rum. Und da werden wir jetzt auch gleich erstmal lecker mampfen gehen. Und aber vorher möchte ich euch jetzt noch unser Zimmer zeigen. Wie seht ihr jetzt? Hey, meine Lieben. Jetzt komme ich zu meiner kleinen Roomtour, die wollte ich gestern eigentlich schon machen, aber da habe ich es absolut nicht mehr geschafft. Irgendwie war ich total daneben, keine Ahnung, und deshalb machen wir die heute. Wir wollen jetzt schon fein frühstücken und sind jetzt, ja, und machen uns jetzt bereit für die Piste sozusagen. Also machen wir dann gleich los. Hier stehen wir jetzt bereits in unserem Flur, haben wir hier so Jacken aufhängen und einen Schrank, wo wir unsere Sachen reintun können. Hier unten ist so ein kleines Regal, da haben wir noch so ein bisschen so Handtücher und Mützen und so ein Zeug hingestellt. Und dann kommen wir hier in unserem Schlafbereich. Dann haben wir hier drüben einen Spiegel, wo wir uns dann so checken können, ob alles passt und so. Und hier ist unser großes Bett. Yeah. Dann haben wir hier bloß ein paar Nachttücher. Jeweils hier steht auch noch ein kleiner Tisch, hier ist ein kleiner Sitzbereich, wo wir uns dann schon hinsetzen können. Dann abends zusammen was trinken können. Ja, ansonsten können wir dann hier raus zur Terrasse. Es war auch kalt hier draußen, wo ich das. Und ja, da haben wir hier nebenan ist dann von unseren Freunden das Zimmer und von meiner Schwester. Und da drüben, keine Ahnung wer da ist. Auf jeden Fall, ja. Hier ist endlich kein Schnee hier. Es soll ja die Woche noch komplett schneien, aber wir werden sehen. Ja. So, jetzt gehen wir noch ins Bad. Das ist klein, aber wie es ja so normal ist, halt, gehe ich jetzt mal nicht rein. Das ist halt hier Waschbecken, Spiegel, Toilette, Dusche und ja. Mehr ist es nicht, aber es reicht vollkommen aus für die 5 Tage. Und ja, das war's. Das war's mit meiner kleinen Roomtour. Und ja, jetzt werden wir erstmal schön lecker essen gehen. Und hier bei uns in der Pension, die haben nämlich auch hier ein Restaurant mit drin. Und ja, und dann sehen wir uns später. Bis dann! Schlepplift angekommen und ja, wir sind jetzt noch auf dem Idiotenhügel oder Anfängerhügel, wie man das nennt, weil meine Freundin fährt ja auch das erste Mal hier, da bringen wir das sozusagen bei und ich muss ja erst mal wieder reinkommen, wir haben ja nicht mehr gefahren und ja, bis später. So, na dann los! Und der Pumpe!
Fahrt von mir. Ich tue jetzt nicht weiter filmen, weil es ja Blödsinn ist, so nur das Gleiche wäre. Ja, auf jeden Fall fahren wir heute den ganzen Tag hier, auf der, also bis 17 Uhr. Und dann gehen wir wieder schick essen und dann mal schauen. Bis dann. So, meine Lieben, jetzt sind wir zurück von der Piste. Sieht man vielleicht auch an meinen Haaren. Die Mütze hat ziemlich meine Haare etwas zerstört. Aber naja, wir waren ca. 5 Stunden dort. Von 12 bis 17 Uhr waren wir jetzt auf der Piste. Radiogerecht auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall, meine Freundin hat jetzt gutes Skifahren gelernt. Also sie hat sich gar nicht so dumm angestellt, muss ich sagen. Und ja, morgen gehen wir nochmal mit Jürgen Hügel, Anfängerhügel. Und dann mal gucken, ob wir auf die blaue Piste gehen können mit der. Ja, dann tun wir jetzt noch zusammen alle einen Cappuccino trinken oder eine heiße Schokolade oder irgend sowas, was wir halt hier alles da haben. Und dann gehen wir auch schon essen. Wir werden diesmal in die Pension Nummer 7 gehen, wenn genug Platz frei ist. Und ja, weil dort schmeckt es immer übelst lecker. Und ja, mal sehen. Bis später. Hey meine Lieben, es ist jetzt Tag 2 und es hat voll geschneit die Nacht. Es schneit jetzt sogar noch. Ich glaube, dass ihr das hier so im Hintergrund seht, das ist voll geil. Ich versinke hier sogar im Schnee. Voll cool. Ja, jetzt hören wir schon, wie die Pisten ein bisschen geräumt werden. Und ja, da gehen wir jetzt erstmal noch ein bisschen bummeln. Mal so die Läden abklappern und sowas. Und ja, und dann geht's wieder auf die Piste. Das sind übrigens unsere Schneeskulpturen, die wir dort gemacht haben. Und ja, da habe ich jetzt kein Video gedreht, aber habe halt die Bilder gemacht. Ja, voll cool, oder? Weiter geht's. Yeah, das sind meine Skier. Und eine orange Hose. Seid ihr bei Nessa on Tour? So, wir haben es jetzt 17 Uhr. Wir sind um 12 Uhr ungefähr auf den Übungshang gefahren, weil meine Freundin da noch ein bisschen üben muss. Und ja, wir hatten uns wieder von 12 bis 17 Uhr eine Karte gekauft. Und da aber das heute so viel geschneit hat, war der Übungshang voll mit Frischschnee sozusagen. Und das bremst natürlich extrem aus. Und dadurch war das halt nichts für mich und meine Schwester war das auch nicht, weil es einfach dann einfach zu langsam ging und keine Ahnung was. Und dann haben wir gesagt, da sind wir halt immer runtergefahren und das war einfach total sinnlos. Und da haben wir dann unten noch ein bisschen gewartet, haben den anderen zugeguckt, wie sie runtergefahren sind. Und ja, dann hat man natürlich knapp 10 Euro für die scheiß Karte ausgegeben. Ja, und da sind wir dann einfach, ich und meine Schwester, dann zurück zur Pension gegangen, haben dort nochmal ein Cappuccino getrunken. Und dann sind wir nochmal losgegangen, ein bisschen bummeln, wie gesagt. Und da habe ich jetzt meinen kleinen Haul vom Souvenirladen in einer schönen grünen Tüte. Und da habe ich mir für mich natürlich tolle Kerzen gekauft. Das ist eine lila Kerze für mein Bad mit Mietekatzen drauf. Und die fand ich so toll, die muss ich kaufen. Und ja, die kommen knapp 10 Euro. Dann habe ich mir noch eine Kerze gekauft für die Stube. Die ist rot und da ist auch eine Mietekatze drauf. Und die kam auch knapp 10 Euro. Und ja, weil ich wollte halt immer ein paar schöne Kerzen für meine Stube, also für meine Wohnung einbauen. Die sehen ja so toll aus. Und dann haben wir noch, ich und meine Schwester, für unsere Eltern eine Kerze gekauft, weil die füttern ja unsere Katzen in der Zeit, wo wir jetzt nicht da sind. Und da haben wir so eine gekauft, meine Mom, also unsere Eltern, die haben ja so eine schlichte Stube, so halt so schwarz-weiß und so, und haben halt die Kerze gekauft. Und die waren ein bisschen teurer, knapp über 10 Euro, vielleicht 12 Euro oder so, wenn überhaupt. Und ja. Und dann haben wir noch ein paar Postkarten geholt, weil die
Verwandtschaft von meinem Freund, die wollen aber Postkarten haben. Und dann haben wir hier halt einfache Postkarten gekauft. Die werde ich heute noch schreiben. Die kamen 5 Kronen, also wenig. Und ja. Wir wissen zwar noch nicht, wo wir die abgeben können. Vielleicht hier in der Pension, dass sie die wegschicken oder so, keine Ahnung. Und dann haben wir noch gratis eine wunderschöne Tischdecke bekommen. Die werden wir meiner Oma, also unserer Oma, schenken, halt, damit wir an sie gedacht haben. Auf jeden Fall, ja. Die liebt ihr Deckchen über alles und da passt das gerade. Und ich habe dafür keine Verwendung und meine Schwester auch nicht. Und ja. Wie gesagt, ja. War ein schöner Tag. Dann sind wir halt noch ein bisschen beim Fidschi vorbeigeschlendert und so, aber der hatte halt noch nichts Gescheites dabei, also da und so. Ja, da sind wir dann zurückgegangen und jetzt sind wir wieder im Pension halt. Und jetzt warten wir auf die anderen, die müssen dann auch bald kommen und dann machen wir uns fertig, dass wir dann um 6, 7 oder so vielleicht essen gehen können. Und ja, das war's. Bis denn. Was ich noch vergessen habe, wir waren ja noch in einem Discounter und da haben wir auch noch ein paar Lebensmittel gekauft. Und ja, da habe ich zum einen Thunfisch geholt, weil ich sehr gerne Thunfisch und es kam 30 Kronen 50. Ist halt knapp über 1 Euro, also der Wechselkurs ist 26,5 hier und ja, könnt ihr euch ausrechnen. Dann haben wir einmal, ja, das ist halt, keine Ahnung, was ist das, ein Ei drauf abgebildet. Das ist hier auch nochmal ein anderes, das ist halt so ein Ei hier drauf abgeklebt mit irgendwelchen Kräutern. Ob das nun irgendein Eiersalat ist oder vielleicht irgendeine Wurst oder, das klingt ziemlich flüssig, das ist eher fest. Die kam 26, ach, das kam 26 Kronen, das 22 Kronen, also halt alles in einem Euro. Dann habe ich einmal Kampert geholt, weil ich esse gerne Kampert, mal gucken, wie der hier schmeckt. Und ja, der kam 34,70 Kronen, schon etwas mehr mal. Und dann habe ich noch hier so einen Käsestangen geholt, also so Käsezöpfe eher. Das ist mein Freund immer übrigens gerne, die gibt es natural, da mit Knoblauch und immer geräuchert. Habe jetzt natural geholt und ja, kosten 80 Kronen 50. Und dann haben wir noch eine kuriose Wurst geholt oder vielleicht auch Schmelzkäse, wir wissen es nicht. Man könnte es ja mal übersetzen lassen. Und ja, das kam 22,20 Kronen. Was sieht. Tue ich dann weiter informieren, wie es dann geschmeckt hat und ja, das war es jetzt auch. Da ich im Urlaub das verpasst habe, euch zu sagen, wie die ganzen Leckereien geschmeckt haben, mache ich das einfach jetzt nachträglich und zwar die blaue Hundewurst, das war einfach nur Frischkäse, extrem creme, also von der Konsistenz her war es wie Schmelzkäse, war aber Frischkäse, so irgendwie so neutraler. Ja, war nicht schlecht, war ungewohnt, das aus so einer Wurst zu essen. Keine Ahnung, aber ja, war okay. Dann das mit den, die zwei Packungen mit den Eiern drauf, das war kein Eiersalat. Das war einfach nur irgendeine Pastete, die so nach Brot geschmeckt hat, mit ein bisschen Wurstanteil. Keine Ahnung, ganz unbeschreiblich komisch. Man konnte es essen wahrscheinlich so zur letzten Not, wo gerade kurz vorm Hunger und Not leidet, dann kann man das essen, aber muss man nicht. Ja, also nicht empfehlenswert. Dann die Käsezöpfe, die waren, wissen wir ja schon von letzten Urlauben, die waren lecker halt. Das gibt es ja halt wie gesagt neutrale dann mit... Haben wir dann später noch gekauft, welche mit Chili, mit Paprika und Knoblauch. Und die sind ja immer extrem lecker, so mal zwischen nebenbei, so mal zum Naschen. Zum Naschen ist es ganz okay. Dann, was war es noch? Ja, der Thunfisch. Ja, war sehr ölig. Also da war die Dosis nicht wie bei uns proppevoll. Das war halt wirklich so wie so kleine Stückchen drinne und halt sehr ölig so und wenig gesalzen. Also war auch nicht so der Birner, muss ich sagen. Und der Kampert. Der Kampert war total okay. Schmeckte so wie bei uns auch so. Ja, so ein einfacher halt. Und ja, war lecker. Weiter geht's.